Hallo liebe Naturgarteninteressierte, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben heute ein Thema rausgesucht zum Thema Herbst. Also wir haben heute ein Thema rausgesucht, Herbst. Herbst im Naturgarten. Ich werde ganz häufig gefragt, ja, was mache ich denn jetzt im Herbst mit meinem Garten? Und ich sage dann in erster Linie mal nichts. Bitte tu einfach mal nichts. Genieß den Herbst, das morbide Aussehen deines Gartens und tu einfach bitte mal nichts. Was wir im naturnahen Garten nicht tun sollten, sind nämlich herbstliche Aufräumaktionen, wie man sie überall sieht, Laubbläser und Co. Brauchen wir alles nicht. Wir atmen ein, wir atmen aus und haben heitere Gelassenheit in unserem naturnahen Garten. Nämlich normalerweise ist es so, in einem naturnahen Garten kommen ja nun mal einheimische Pflanzen vor. Und die einheimischen Pflanzen, denen macht das nichts, wenn es kalt wird. Die kriegen keine kalten Füße, die werden auch nicht erfrieren. Sie freuen sich einfach über eine schöne Mulchdecke, die von oben kommt. Lasst einfach den Garten mal in die Winterruhe kommen. Ja, lasst den Tieren mal ein bisschen Luft. Ihr seid jetzt nicht mehr so häufig im Garten. Das heißt, der Garten kann auch mal von euch aufatmen. Ja, lasst einfach die Tiere und die Pflanzen mal einfach mal in Ruhe. Ja, ihr schützt damit die Pflanzen. Ihr schützt damit dadurch, dass die Pflanzen nicht abgeschnitten werden. Die Stauden bleiben über Winter stehen. Damit schützt ihr die Pflanze, ihr schützt den Boden. Wenn ihr den Boden schützt, schützt die Bodenlebewesen. Wenn ihr die Bodenlebewesen schützt, habt ihr einen gut durchlüfteten Boden. Und im nächsten Jahr kann das von vorne wieder losgehen. Ihr habt schönen Nährstoff im Boden, wie sich das gehört. Einfach mal die Füße stillhalten. Ja? Okay. Ich melde mich dann später im Herbst nochmal. Bis denn dann. Tschüssi.